Die Lesung aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 17. Mai. Ich hatte viele Bekümmernisse in meinem Herzen, aber deine Tröstung ergötzten meine Seele. Psalm 94, Vers 19. Dieses Aber ist wundervoll. Dieses Aber unterscheidet den Glauben vom Unglauben. Denn das haben die Kinder Gottes mit der ganzen Welt gemeinsam, dass sie viele Bekümmernisse in ihrem Herzen haben. Die Bibel spricht nirgendwo davon, dass der Herr seine Leute vor den Bekümmernissen verschont. Im Gegenteil. Als das Volk Gottes des alten Bundes aus Ägypten zog, da führte es der Weg durch eine schreckliche Wüste. Bald fehlte es an Brot und bald am Fleisch. Es gab kein Wasser und als es endlich eine Quelle fand, da war das Wasser bitter. Und genauso erging es den Aposteln. Auf dem Meer gerieten sie in den Sturm. Ein andermal war ihr Fischfang ohne Erfolg. Sie mussten den Hass der Welt ertragen und den Verrat in den eigenen Reihen. Ja, der Herr sagt ihnen einmal mitleidig: Ihr habt nun Traurigkeit. Da werden wir es wohl kaum besser haben. Das ist die Lebensgeschichte eines jeden. Ich hatte viele Bekümmernisse in meinem Herzen. Doch wohl uns, wenn über unserer Lebensgeschichte dann auch das schöne Aber steht. Aber deine Tröstung ergötzten meine Seele. Diese Tröstungen sind nicht eine unklare, unbestimmte Sache. Sie gehen im Grunde alle aus dem Kreuze Jesu. Da dürfen wir es ablesen, dass wir mit Gott versöhnt und nun in jedem Fall geborgene Kinder Gottes sind. Da dürfen wir es erfahren, dass unsere Sünden vergeben werden. Und die Vergebung der Sünden ist die größte Tröstung, die es geben kann. Da finden wir Gottes Liebe, der seinen eigenen Sohn für uns dahingab. Wie hat er uns doch lieb! Herr, wir wollen nicht über die Bekümmernisse murren, sondern deine Tröstungen preisen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.